Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Homecoming. Ja, ich stehe wieder hier. Das hat einen Grund, nur gut zwei. Ich habe hier gespeichert in diesem Haus und Suikoden-Fan, schöne Grüße, hat mir einen Tipp gegeben, dass hier doch da, wo ich das Foto von Holloway eingesammelt habe, hier noch irgendwo etwas zum Untersuchen gab. Und der Spur gehe ich doch jetzt nach. Ich glaube, das könnte es sein, oder? Das sieht wie ein Schlüsselloch aus. Hier hielt dieses. Nein. Meine Stimme will irgendwie immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Leukämie. Ich habe keine Ahnung, weiß nicht. Ich hielt dieses Symbol immer für seltsam. Dad wurde immer wütend, wenn ich damit gespielt habe. Echt? Willst du mir sonst nichts darüber erzählen? Das ist halt ein Kreuz. Schlüsselloch. Ja. Keine Ahnung. Okay, ja, ich hoffe, das meinst du mit untersuchen. War jetzt nicht so spannend, aber vielleicht wird das relevant. Mal gucken. Wo bin ich denn hier? Nein, sag mal. Ich finde mich immer nicht. Hä? Ach, da. Natürlich. Da rechts ist ein Zeichen. Es könnte sein, dass das jetzt als Rätsel für später eingezeichnet wurde. Okay, weiß ihr Bescheid. So, ich nehme euch einfach mal mit, denn der Weg ist eh nicht lang. Denn wir sollen ja jetzt zur so Garage und die ist sowieso draußen. So, kurz erstmal auf die Map gucken. Rechts, also schön, okay. Ja, ich freue mich, dass das Let's Play schön ankommt bei euch und ich habe leider immer noch keine Meldung von Konami bekommen. Ich bin fleißig dabei, jedes neue Video immer den Content-ID-Treffer Einspruch zu erheben. Wie gesagt, mir ist scheißegal, ob ich die Videos monetarisieren kann oder nicht. Hauptsache, die Videos sind halt nicht gesperrt. Und das würde ich auch so Konami immer wieder sagen, weil ich finde schon, dass ihr das angucken solltet. So, ich habe doch jetzt genau den Garagenöffner. Oh, halt, halt, halt. Irgendwie. Kotzt dich ruhig aus, du. Boah, die Dinger sehen aus, ey. Okay, die Beine sind zusammengenagelt irgendwie oder zusammengewachsen. Der hat solche Sicheln als Waffen. Das sind das seine Krallen? Sind das denn die Krallen? So wie Wolverine. Nice. Ah, das Gesicht sieht aus, ey. Boah. Irgendwie geil. Was ist das? Stahlrohr. Okay. Nice. Haben wir Stahlrohr. Yeah. Cool. Ich glaube, damit renne ich erstmal rum. So, da blinkt mir schon mein Benzin. Angriffe aufladen und Kombos. Starke Angriffe lassen sich aufladen und mehr Schaden. Ja, komm, geschenkt. Bäm. Wozu brauche ich denn hier so ein Handbuch? So völliger Müll. So. Benzinbehälter. Ja. Yeah. Hätte ich eh gebraucht, das Rohr. Oh, hi. Bong. Bong, bong. Ja. Das kurz und schmerzlos. Ich weiß nicht, ob das Spiel so leicht ist oder
ob ich tatsächlich ja, kaum getroffen werde. Ich weiß es nicht. Okay, dann ja, geht's wieder rein. Also ich weiß, die Ladezeit, wenn man hier im oder aus dem Haus geht, ist so extrem langsam. Nochmal. So extrem lange. Also die schneide ich euch immer raus. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Moment mal, ist meine... Warum ist die Lampe aus? Werden die ausgemacht? Ich habe das Gefühl, dass hier immer noch ein Gegner rumschwirrt. Egal. So. Dann füll mal ein. Was? Wie jetzt? Hä? Willst du mich verarschen? Ja, dann füll halt ein. Dann stelle ich mich halt eben hier hin. Was? Wieso nicht? Dumm? Warum nicht? Ich fülle ein! Was hast du für Komplexe? Was willst du? Füll halt ein! Alex? Junge? Hä? Was willst du von mir? Ich hab gerade keinen Plan. Ich denke, ich soll das da einfüllen. Ja, was denn nun? Ja, dann füll halt das Zeug ein, Depp. Gegenstand kann ich nicht benutzt werden. Warum nicht? Ach, oh. Leerer Benzinbehälter. Nein. Oh Gott, das kann auch nur mir passieren, ey. Super. Okay, jetzt aber haben wir... Oh Gott, ey, das ist so peinlich, ey. Das darf man keinen zeigen. Ja, so. Jetzt ist aber die Frage, wo finde ich Benzin? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich gehe jetzt den letzten Weg, den ich bisher noch nie gegangen bin. Oder ich gucke doch mal kurz hier rein. Kann das hier an dem vielleicht auffüllen? Nee. Ja, weiß nicht, dann... Schauen wir mal. Hier war ich ja noch nie. Irgendwo muss ich jetzt Benzin herbekommen. Nein, ein Spielplatz. Oh Gott, nö. Die sind immer so... Naja, mit Vorsicht zu genießen in solchen Spielen. Hey, eine Zeichnung. Ich weiß noch, wie Dad mich darauf so wild drehte, dass ich mich übergeben musste. Mhm. Sollte hier auch was? Leider nicht. Ja, Spielplätze. Soll ich spielen? Schade. Ich hätte echt gehofft, dass er so allem was sagt. Oh, hier liegt was. Aha. Eine große Spinne, die im Park neben meinem Armeespielzeug auftauchte. Bäh! Ey, wie, das kommt gleich als Gegner oder so. Als riesenmutiertes Monstrum-Boss oder so. Ey, wehe. Dann schrei ich ganz ehrlich. Nee.
Ich hasse Spinnen. Okay, aber wo geht's jetzt weiter? Ah. Oh, okay. Im Zweifel immer rechts. Oh, cool, Sackgasse. Mir fehlt so eine Renntaste. Naja. Ach, hi. Au! Alter! Ah, was war das denn? Was hast du gemacht? Alter, was war das? Okay. Das sah ja interessant aus. So kann ich jetzt hier Benzin abzweigen oder was? Ich kann das Benzin und den Benzinkanister auffüllen. Ja, mach. Viel war nicht übrig, aber damit sollte ich den Generator starten können. Jetzt haben wir den gefüllten Benzinbehälter. Ja. Ach Gott, ey. Der Benzintank ist offen. Es sieht aus, als ob jemand etwas Benzin ausgeleert hat. Sag mal, bist du grenzdebil? Das hast du doch gerade getan. Idiot, ey. Oh, es hat jemand Benzin hier ausgenommen. Huch, wer war denn das wohl? Alter, ey. Glaub's ja nicht. Was gibt's hier oben? Also eine tolle Aussicht, wohl nix, oder? So, dann komme ich hier noch weiter höher. Nee. Nee, nee, nee. Was will ich denn hier oben? Pff, egal, komm runter. Wahrscheinlich, damit sich Dumme drüber wundern. Warum bewegt sich das jetzt? Ich schwöre euch, wenn die Spinne gleich kommt, ne? Guck mal an. Es ist eine alte Zeitung. Paul Russell Douglas wurde laut Gerichtsakten für den Mord an 8 Kindern aus der Gegend von Silent Hill und Shepherd's Glen hingerichtet. Na super! Er leistete keinen Widerstand, als er zum elektrischen Stuhl geführt und auf ihm festgeschnallt wurde. Als offizielle Vertreter, Zeugen und Reporter zuschauten. Diese Hinrichtung wird rein gar nichts aufhalten, sagte Douglas. Diesen Tag habe ich herbeigesehnt. Jetzt muss ich nur noch eins werden mit meinem Herrn. Nachdem die Vorbereitungen abgeschlossen waren, bekam Douglas einen plötzlichen Stromschlag, auf den 2 Minuten Strom folgten, die ihn zurück in den Stuhl warfen. Die Ärzte erklärten ihn um 14:09 Uhr für tot. Oh Mann, solche kranken Bastarde verdienen die Todesstrafe, ganz ehrlich, ey. Arme Kinder, ey. So. Nach unserem kleinen Mini-Fail können wir es hoffentlich mit unserem Benzin. Oh Mann, ey. Auch was Gutes anstellen. Ja, Mutti ist immer noch da. Immer kurz einen Anstandsbesuch. Einfach, ja, reingucken. So. Nächster Versuch. Was? Boah, ich dachte gerade, da kommt was. Okay, diesmal aber. Gefüllter Benzinbehälter. Huch, das war jetzt die Knarre. Wofür brauche ich die überhaupt? Alter Revolver, Kassettenband, egal. Ja.
Ja. Und da hättest du jetzt nicht reingreifen können. In das bisschen Wasser hättest du jetzt so nicht reingreifen können, oder was? Also, ich meine, manchmal, ne? Ich darf nicht mal zurück. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Hey, wo ist denn der Hund? Der Hund Schuki. Okay. Tja. Der ist wohl nicht da. Es ist unsere Klimaanlage. Die hat nie gut funktioniert. Leck mich! Nein! Ich weiß, wo der Hund ist. Irgendwo hier. Scheiße. Okay, warte mal. Scheiße. Kann ich mich irgendwie selbst hinrichten vorher? Oh no. Huch. Oh, cool. Hätte ich fast übersehen. Was? Josh hatte sich so gefreut, als ich ihm das gekauft habe. Was? Als sie ihm das gekauft haben. Wir haben sich so etwas nie gekauft. Tja, du warst halt nicht der Lieblingssohn. Oh, Mann. Okay, da sollen wir wahrscheinlich hin zum, zum Rucksack. Das ist mein altes Fahrrad. Das Geld dafür habe ich mir mit Zeitungsaustragen verdient. Die Reifen? Sehen ziemlich platt aus. Zeichnung erhalten. Boah, ich höre den Köter immer noch, ey. Da gehe ich gleich hin. Oh, okay, dann könnte ich rein. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wir dieses Baumhaus bauten. Wir hatten so eine schöne Zeit. Ja, Baumhäuser habe ich auch gerne geliebt. Wollte auch immer eins haben. Was ist denn da? Was ist denn das auf dem... Was ist denn da auf dem Zaun? Das ist Joshuas Rucksack. Da ist ein Foto drin. Lecker! Das sieht nach einem Foto aus Dads Jagdzimmer aus. Aber wie ist Joshua da reingekommen? Warum ist der Rucksack jetzt weg? Ich, wenn mich dieser Köter gleich anfällt, ne? Ich schwöre euch, ey. Ich brülle. Was ist das für ein Haus? Das ist so eine Art, ja, Nebenhaus, neben unserem Haus, oder... Ich raff das gerade irgendwie nicht so. Was? In dem Spülbecken ist viel Geschirr, der Gestank ist schrecklich. Warum hat Mom nicht geputzt? Weil die halt in einem nicht sehr guten Zustand ist? Was ist im Kühlschrank? Oh, ein Gesundheitsdrink. Oh, mal wieder so. Siebten S. Bläh. Hier gibt es nichts zu essen, außer dem habe ich keinen Hunger. Mein Gott. Du kommst gerade von einer langen Arbeit. Ist halt was. Es ist unser AB. Das Band fehlt. Du, da habe ich eine Idee.
Tja, wir waren echt der Lieblingssohn von unserem Vater. Oh, nee, nein. Hallo, aus, aus. Ich wollte dich nicht nochmal. Danke. Ja, offenbar, Mom liebt es auch zu backen. Sie ist auch ziemlich gut. Wenn sie Brownies backt, riecht das ganze Haus nach Schokolade. Dieser Geruch verfolgt mich sogar bis ins Krankenhaus. Vielleicht backt sie mir was, wenn ich da ich jetzt zurück bin. Ja. Wohl eher nicht so, wie sie gerade drauf ist. Hier brauchen wir wohl wieder eine Axt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie ist der Vater wohl nicht so unser Freund gewesen. Komisch. Bräuchte so langsam einen Speicherpunkt. Dies sind Mams Nähbücher. Sie konnte stundenlang auf der Couch sitzen und über ihr nächstes Nähprojekt sinnieren. Neue Kleidung selbst zu machen, war ihre große Leidenschaft. O Herr, ich bete für den Glauben, deiner Urteilsfähigkeit zu vertrauen, die Weisheit, den wahren Weg zu erkennen und die Stärke, das zu tun, was von mir verlangt wird. Was wird denn von dir verlangt? Alter, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Das sind Mams Nähmaschine. Ist Mams Nähmaschine. Damit hat sie unsere Kleidung gemacht. Manchmal verbrachte sie hier den ganzen Tag, um Kleider zu flicken oder für die Damen der Stadt Sachen zu nähen. Tja, fleißig. Leute, ich habe mein hinteres Fenster auf. Und gerade kam ein Luftzug vorbei und ich bin zusammengezuckt, weil ich gerade mich gefragt habe, was ist jetzt wieder Scheiße? Oh. Hier um dem Telefon liegt eine Notiz. Adam, bitte vergiss nicht, Curtis wegen dem Motor zu fragen. Ja, Adam war unser Vater. Oder beziehungsweise ist unser Vater. Keine Ahnung, ob er noch lebt. Wer ist Curtis? Warum geht's denn nicht weiter? War's das hier echt schon? Na gut. Ja, weiß ich guck doch mal kurz hier nach. Irgendwie fand ich das jetzt recht sinnlos. Gut, wir haben eine Notiz bekommen. Gesundheitsdrink. Diese Nähmaschine, ne, die geht mir gerade so auf den Sack, ey. Und der Stuhl auch. Boah, hör auf! Das ist ja grausam. Wenn ich hier was vergessen habe, dann schreibt es mir bitte. Ja. Keine Ahnung, warum es eben gerade geleckt hat mit dem Standbild. So, wo bin ich? Okay, da gehe ich gleich lang. Ich bin gerade verwirrt, weil ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin hier.
Also, was ist mit den Straßen passiert? Ja, gute Frage. Aha, da, von da kam ich, okay. So, jetzt hätte ich gerne einen Speicherpunkt. Diese Ventile sind zugerostet. Okay. Da blinkt was. Es ist verschlossen. Auf der anderen Seite ist ein Licht zu sehen. Hier haben die Trauernden gesessen. Oh, ich höre schon wieder einen Hund, ey. Weg! Karte des Rose Heaths Friedhofs erhalten. Okay. Wo soll ich eigentlich lang? Finden Sie jemanden, der etwas vom Reparieren von Schusswaffen versteht. Durchsuchen Sie den Friedhof und die angrenzenden Bereiche der Stadt nach Informationen über Joshuas Verschwinden. Ja, durchsuchen Sie die Stadt nach Joshua. Erica Hall starb am 23. Januar 1870. Schlafe weiter, süße Mutter und Ehefrau, und ruhe dich aus. Gott hat dich gerufen, er hatte das Beste im Sinn. Oliver Hall starb am 6. November 1875, im reifen Alter von 62 Jahren. Wir lachten ihn aus, weil er anders war. Er lachte uns aus, weil wir alle gleich waren. Wir werden nie wieder so lachen. Ey, wenn der Hund jetzt kommt, ne? Hier liegt Norwood. Keiner lacht, keiner weint. Wohin er geht, wie es ihm geht, keiner weiß es. Keinen kümmert's. Nett. Colin B. starb am 20. Januar 1876 vor seiner Zeit mit 32 Jahren. Alle, die ihn kannten, waren sich einig, er war ein guter Mann. Leute, ich beende den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ja, bleibt dran und tschüss.